Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pixumon. Pixenmon. Pixuimon. Ja, das sind ein bisschen schweizerische Dialekte gewesen. Ja, zwei Parts kamen jetzt per Livestream bei twitch.tv/dragobasler. Und jetzt kommt auch auf YouTube manchmal ein Part, weil ich nicht so viel livestreamen kann. Ich fühle mich momentan nicht so bereit, um jetzt mehrere Stunden zu livestreamen oder so, da ich sehr, ja, sehr feste manchmal Krämpfe habe und so weiter. Einfach wegen der Anspannung irgendwie, weiß ich auch nicht wieso. Aber das sind gesundheitliche Probleme, die einfach solche Krankheiten machen, die ich habe. Ja. Wir haben das letzte Mal angefangen mit dem Haus. Da brauchen wir einfach noch mehr Stein. Wir haben den Zaubertisch gemacht. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch Bücherregale. Wie macht man dann das Aufsplitten schon wieder? Muss ich wissen, wie man aufsplittet. Ja, gut. Wir lassen einfach eins hier drin. Dann Leder haben wir doch gesagt, müssen wir hauen, und ein Buch haben wir dort schon. Drei Bücher haben wir schon, okay. Jetzt müssen wir zuerst mal ein paar Leder sammeln. Die können wir leider nicht von Kühen bekommen. Ja, Wieso geben, glaube ich, Leder. Blattwerk, komm schon. Ja, nicht ganz. Ein Igler. Ja, Teckel. Ist eigentlich das Gegenteil. Hätte doch lieber Pflanzen einsetzen sollen. Unheilböen, den Gegner treffen abscheuliche Winde. Steigert eventuell alle Statuswerte des Anwenders. Blattwerk hat Stärke 40. Trefferquote 95, okay. Also ich würde gerne eigentlich Blattwerk noch benutzen können. Vielleicht Schnabel ist dann eher Tackle. Komm, Tackle. So. Fritzelblitz. Wo ist das andere? Das da war doch gerade noch eins. Visor. Dann halt hier. Ich habe die Spawnrate von den Monstern noch ein bisschen erhöht. Also ich mache andere Sachen nicht, wie zum Beispiel Shiny Chance mache ich nicht geringer, also häufiger. Sondern nur so Sachen wie zum Beispiel, dass wir überhaupt Pokémon finden und so, muss ich schon hoch machen. Auch die Chance, dass irgendwie etwas besser spawnen oder so, werde ich jetzt momentan noch nicht hochstellen. Hat keine Wirkung auf diese. Da muss ich noch ein bisschen verstehen, dass die ja normal sind. Ja, die sind ja normal, Mann. Ich wollte nicht mehr. Ja, ich glaube, ich nehme es wieder raus. Noch mehr Leder. Und Zickzacks. Wenn das jetzt überlebt, nehme ich mein Haar hier. Nee, es überlebt nicht. Unmöglich. Ein Knochen. Ich möchte die ja alle fangen, aber nicht jetzt, wenn wir zu wenig Pokébälle haben. Ja, ich werde auf den nächsten Part mal ein paar herstellen. Und ja, werden mal noch Baumaterial und Diamanten farmen gehen und so. Was einfach verstehen können, dass es wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Part geben wird, weil ich diese Vorbereitungen einfach brauche, aber dafür müsst ihr dann in den Parts das Langweilige nicht sehen. Ich hoffe, es tötet mich nicht. Okay. Komm, eine Weiterentwicklung, bitte. Oh, Chellast. So schade, dass wir keinen Pokéball haben. Ich würde gerne das Chellast farmen. Ich liebe Schildkröten. Also Shiggy werden wir wahrscheinlich nicht ins Team nehmen, aber Chellast könnten wir schon ins Team nehmen. Einfach Schildkröten, ich liebe Schildkröten. Ah, jetzt.
Nee. Das Taurus hat ein bisschen etwas dagegen. Ich möchte gerne das sehen, ja. Okay. Oh, cool. Mit so einem grünen Haar-Ding. Büschel. Arboretus. Okay. Hat sich stark verändert, der Name. So, die erste Entwicklung haben wir abgeschlossen. Und die Pokémon machen nur eventuell die Weideflächen kaputt, stimmt. Aber ja. Sollte uns nicht so stören, wir können die immer wieder. Ja, sie machen es kaputt. Weil sie herumhüpfen, diese armen kleinen Pokémons. Wieso gibt es eigentlich Pokémon und Giantmons nicht? Das wäre doch cool, etwas für Erwachsene. Einfach von Nintendo, also von Game Freak. Eine erwachsene Version von Pokémon. Das wäre so cool. Aber ich finde jetzt Pokémon nicht so kindisch, dass ich es bräuchte, aber es wäre schon echt cool. Mann, diese Wiesenbriefe. Die könnten ein bisschen weniger häufig sein. Na gut. Komm, das überlebst du noch. Ja, die sicher wegen der Weiterentwicklung. Noch mehr Wiesenbriefe. Ja! Alle. Schnapp sie dir alle. Wiesenbriefe. Ja! Neu im Handel. Nein, neu bei den Pokémons. Okay, ich sammle die später ein. Zuerst mal Wiesenbriefe. Vielleicht dort, wo ich sie schon habe. Hier will ich eher so den Mobblut und so reinlegen. Ja, können wir das eigentlich auch hier reinlegen. Also eben diese Fotos, die spawnen jetzt nicht mehr. Ich werde sie wieder anmachen, wenn ich wieder Fotos mal haben möchte. Aber so nicht. Keine Hasenpfoten. Okay. Dann Pokémon-Loot machen wir mal da unten hin. Haben hier mal die Abikokos. Mob-Loot hier. Und jetzt stellen wir mal ein paar Bücher her, für die Bücherregale. So. 14, ja. Ich natürlich noch nirgends hin. Zehn reichen nicht. Vier, okay. Mann, kommt ja nichts hin. So, wo wollen wir das machen? Wir machen das mal hier vorne dran. Noch ein bisschen weiter weg. Einfach mal zwischendurch. Mal irgendwo hin. Könnten eigentlich jetzt schon bezaubern, weil wir müssen ja nicht so viele Diamanten sparen. Zuerst mal kurz schlafen. Regenerieren. In der nächsten Nacht werden wir mal Pokémon fangen, dann, wenn wir können. So, also ich habe hier Pokéballscheiben hergestellt, habe aber dann verstanden, hey, ich muss doch lieber Superbälle herstellen. Ja gut. Kann man halt nicht wissen, wenn man nicht gerade so einfach neu ist im Spiel, oder? Und es nicht so versteht. So. Weil wir brauchen Rote. Wo wir auch für Pokébälle brauchen, natürlich. Brauchen wir auch für Superbälle. Sie sind rot-blau und ich dachte rot-gelb. Okay. Solche Verwirrungen hat man halt anfangs. Bin jetzt nicht so ein viel Pokémon, also Pixelmon-Zocker gewesen. Und deshalb habe ich das halt wieder vergessen. Also, was machen wir? Wir tun hier verschiedenen Bälle mal rein, also Abikokos rein.
Und nehmen mal die hier und die hier und kraften sie zusammen. So, da haben wir die Pokéball-Scherben. Jetzt brauchen wir noch einen Hammer. Nehmen wir den Aluminiumhammer. Ich weiß nicht, ob der besser oder schlechter ist als Eisen. Mehr brauchen wir nicht zu machen. So, dann kloppen wir hier noch drauf. Nein, richtig da. Aha, okay. Ja, und dann können wir Pokémon fangen. Also wir werden wahrscheinlich in der Nacht ein Pokémon noch fangen. Und es ist schön, dass es blau ist und dann rot wird noch ein bisschen. Ja, der Drago, der kann zaubern. Also diese Kritik, die ich da ein bisschen bekommen habe, weil ich ein bisschen rollenspielmäßig angegeben habe, verstand ich irgendwie nicht. Aber gut, es scheinbar ist es halt nicht so gut angekommen. Man darf ja nicht rollenspielen, oder? Man wird alles, was man redet, wird hundertprozentig geglaubt. Und das wäre nicht gut, also mache ich jetzt momentan nicht so viele Rollenspielprojekte. Also hier werde ich schon ein bisschen Rollenspiel machen. Mit dem Pokémon oder so. Aber irgendwas reden. Wie ich so zum Beispiel Pokémon, ja, mag und so, also im Real Life. Also wenn ich jetzt ein Pokémon-Spiel hätte, wie ich es mag oder so. Dann schon. Aber ich habe momentan kein Pokémon-Spiel mehr. Ich werde eventuell eine Switch kaufen, wenn die Pro-Version, also die für beste Version, weiß nicht wie die heißt, rauskommt. Aber eine normale Switch werde ich wahrscheinlich nicht kaufen. Wenn jetzt doch etwas Besseres kommt, möchte ich lieber das Bessere. Und dann kaufe ich sicher mal Mario Odyssey, Zelda, Breath of the Wild, Pokémon Schild. Ja. Denke Schild, oder? Schild oder Schwert, das denkt ihr? Und eventuell kann ich das dann mal aufnehmen oder Livestreams darüber machen. Aber ich brauche natürlich einen Decoder, ein Aufnahmegerät für die Switch, wenn ihr Lust habt. Aber ja, die Lust auf Pokémon ist auf meinem Kanal jetzt natürlich noch nicht so groß. Glaube, ungefähr 30 bis 40 Zuschauer hatten die Livestream-Parts. Mal schauen, wie viel der hat. Aber wenn ihr natürlich gerne mich ein bisschen unterstützen wollt, dann schreibt am besten Kommentare oder liked den Part, damit ich sehe, was ich mehr bringen soll. Also wenn ihr mehr Pokémon sehen wollt, dann liked die Parts. Auch ein Part, ein Like wird mir schon viel helfen. Ja, danke schön. Ich darf den Hammer nicht mehr zu kaputt schlagen. Noch benutzen, um den Pokéball zu schlagen. Unfair. Ja, die brauche ich natürlich. Die brauche ich. Und dann brauche ich noch Steine. So, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Jetzt geht es plötzlich sehr schnell. Das ist toll. So, haben wir irgendwo noch gekocht? Nö. Doch hier. Natürlich auch anordnen. Also, das haben wir, das brauchen wir jetzt nicht hier. Hier haben wir schon 64 draus gemacht. Das ist toll, aber ja, das Falsche. Und ich werde jetzt immer sammeln, wenn sie eigentlich alle reif sind. Ständig da immer wieder zu sammeln, habe ich keine Lust. Gibt es irgendwie eine Attacke bei diesem Kauz, der eben so wie Trugschlag ist oder so? Da kann man dem etwas lernen? Weil sonst trainiere ich nämlich jetzt die anderen Pokémon. Ja, ich werde jetzt zuerst mal die anderen Pokémon trainieren. Also das Mauzi ist ja mit Mitnahme nicht so wichtig, oder? Das hat Mitnahme. Ja, das hat Mitnahme. Das hier hat nicht Mitnahme. Das können wir trainieren. Und das hat keine Mitnahme. Okay, merken wir. So, was wir machen, ist einfach mehr Zuckerrohr anpflanzen. Das ist einfach sehr wichtig.
Kann ich das wieder bekommen? Ah, 200, okay. Ich mag solche Sachen nicht, so automatisch anpflanzen und so weiter. Das ist schön, da können wir eigentlich jetzt hier auch noch diese Beeren anpflanzen, wenn wir sie brauchen. Das ist gut zu wissen. Das macht nichts. Können wir trotzdem anpflanzen. Ich weiß nicht, was man mit der Labrosbeere machen kann. Aber ich pflanze sie mal hier hoch an, dass wir unten die Weideflächen nicht brauchen. So. Und Pikachu, wie geht's? Jetzt haben wir eigentlich auch genug Weideflächen. Ich weiß jetzt nicht, wie man mit der Zucht beginnt. Also möchte ich eine Zucht draus machen. Es wäre cool, wenn das Ding in der Mitte ist, hier zwei rüber geht und hier zwei rüber geht und dann hinten die Weideflächen wären. 5 gegen 7, das würde eigentlich noch klappen. Komm, Donnerwelle, bitte. Jetzt die Tiefe. Nicht sehr effektiv. Ah, das ist im Nun. Ja, mit Häkel bekommt man natürlich viel mehr. Ich muss das verstehen. Ich weiß gar nicht mehr, dass Elektro gegen Elektro immun sind. Also gegen diese Statuswirkung Paralyse. Genau, Paralyse ist eine Elektro-Version von Statusveränderungen. Habe ich gar nicht gewusst, dass das nur Elektro ist. Also eigentlich ist es ja auch Kampf. Pflanze, oder? Was hätte ich denn gefangen gerne? Den Esel? Wir müssen die besiegen hier. Aber es ist Stufe 14. Also es ist paralysiert. Ich muss unbedingt das Pokémon wechseln. Geschichte. Geschichte. Nase zum Schleifstein. Schauen wir gleich mal, was das ist. Nase zum Schleifstein. 50 Pokémon, okay. So. Also dann weiterhin Voltilam, genau. Ah, das ist der Koala, der Panda-Bär da. Pam Pam heißt der. Er heißt Pam Pam. Cool. Hallo. Aber ist Level 20. Kikugi. Ist ein typisches japanisches Pokémon. Auch wenn es eine Kirsche ist, Europäer würden das jetzt zum Beispiel nicht entwickeln. Oder eher, ja, anders. Nicht so komikhaft. Aua! Wollen wir sagen, wieso? Ich bin jetzt nicht so Fan, dass jetzt. Wir könnten ja eigentlich mal ein bisschen uns einschränken, dass wir solche Pokémon zuerst mal fangen. Oh Gott. Und trainieren, die eher schwächer wirken und erst später so ein bisschen die starken Pokémon machen. Aber das dürfte gerne ein bisschen ja selber entscheiden. Da muss ich natürlich nicht so unbedingt viel Entscheidung haben. Ich habe gerne weniger Entscheidungen, dafür eher mehr. Das macht mir nichts aus. Aber ja, es ist am Anfang natürlich auch immer so, dass viele nicht Sachen wünschen, weil sie denken, ja, das bringt einem ja nicht so viel, aber es bringt euch schon viel, wenn ihr natürlich Entscheidungen selber denkt. Komm, das schaffen wir mit dem Tausch. So, ich brauche aber unbedingt das Leder. Kopfnuss, oh je. Schnabel, hä? Kulleraugen. Was ist denn das für ein Hunger? Es macht uns ganz, ganz süß. Mit Kulleraugen. Jetzt werden wir noch sterben, oder? Also. Ne.
Knochen. Ja, und hier haben wir Psywelle. Oh, das ist, glaube ich, nicht so stark. Haben wir hier noch ein Visor mit wenigem Level? Das wäre nicht schlecht. Ja, wir müssen mal etwas essen. Ne? Noch kurz Wasser holen da drüben. Und ja, eventuell ein Pokémon fangen so langsam. Schaffen wir das, wenn wir kurz Donnerwelle? Natürlich nicht. Dann nehmen wir das Mauzi, das kommt bis zum Beispiel. Das wird schon gewinnen. Aber manche fremden Pokémon machen viel mehr Schaden irgendwie als wir. Schritt zurück, sehr schön. Aber noch ein bisschen. Kratzer. Dann benutzen wir noch Kratzer auch. Gut. So. Ja, und dann eben kurz Wasser einschenken. Das ist toll, dass das Wasser nicht mehr so fließend hinkommt, sondern direkt wieder ja, flach wird, also unfließend. Oh, ich finde ihn so süß. So Ruhe. Und die Augen gefallen mir irgendwie nicht so. So hellblau. Eher rote oder orange Augen. Der hat irgendwelche Spackungen. Ich möchte einen, aber der ist Level 21. Also scheinbar ist es wirklich vom Level der unseren Pokémon abhängig, was für Pokémon spawnen. Ist jetzt nicht so gut gemacht, aber es steht, dass es aus ist, aber es ist nicht aus. Hier ist der Teddybär. Hallo, Pedobär. Nicht? Nicht? Und stell dir mal vor, du bist kein Pedobär. Ich habe doch nur Witze gerissen. Ja, da würde ich gerne mit dem. Ich glaube, Elektro ist normal effektiv gegen Geister. Nagellotz. Das ist auch so ein Pedobär. Pedohamster. Sorry, wenn man bedenkt, dass es ein Kinderspiel ist, schon ein bisschen heftig, wenn man solche Pokémon sieht. Als Neuling natürlich. Als Pokémon-Fan ist man natürlich schon gewöhnt dran. Aber ich bin einfach nicht gewöhnt. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas mit Pedos zu tun gehabt. Ich habe das immer nie gelesen, weil das mich so irgendwie runtergemacht hat. Und deshalb ist es für mich noch relativ neu, dass man da so, ja, Sachen sieht. So. Ja, jetzt könnten wir noch mehr herstellen? Ne, wir haben zu wenig Zucker. Da werde ich da auch noch sammeln bis zum nächsten Part, gell? Wo haben wir jetzt noch ein bisschen Stein? Stein haben wir hier. 64. Und ja, Silikon könnten wir herstellen. Aber brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, bei MFM ist mir noch nicht. Gut. Boah, ist das ein fettes Tier. Hey, hallo. Was haben die Ding Japaner denn für Probleme? Ist das ein neuer Käfer? Ne, der ist alt, oder? Aber kenne ich mit dieser Farbe gar nicht. Aus der fünften, sechsten oder siebten Gen. Sogar vierte Gen. Ich möchte einen fangen. Ah, der wird, glaube ich, zu einer Motte oder so.
Nee, der wird zu so einem, wie sagt man, einem Falter. Ist das ein Falter dann? Also der hat so ganz Facettenaugen und so, ist glaube ich irgendwie weiß oder so. Aber ich kenne die Vorentwicklung, also diese Entwicklung gar nicht. Vorentwicklung. Also nicht so viel Schaden, ja, sehr schön, sehr schön. Dann fangen wir ihn direkt mit einem Superball. Ist zwar ein bisschen unnötig, aber ich habe einen Käfer. Wir werden Käfersammler. Das Beste. Wow, wie klein das Pokémon da links ist. Drei, um fertig zu werden. Schön. Ist ein Zickzacks. Ich will dich fangen. Schaffen wir das, so zu fangen, weil das Tö also ein Tackle tötet das Pokémon. Dann haben wir ein zweites Zickzacks. Dann bin ich ein, was bin ich dann? Ebenenerkunde oder so? Ein Normal, ein Normaltrainer. Ich denke, Baummol-Saat ist schlecht, das. Heuler, hä? Also ich finde, Angriffswert müssen wir besser senken als Initiative. Initiative ist für mich nicht gerade so wertvoll. Die geben ja auch Leder, oder? Ja, okay. Genau. Also noch ein zweites. Was sind das? Aboma-Dame, Vorentwicklung. Bisasam. Ich will ein Bisasam-Trainer werden. Wie? Ich glaube, der Part wird ein bisschen zu lange langsam. Ne, ist noch gut. 27 Minuten. Sehr schön. Aber der tötet mich auch bald. Deshalb direkt mal ein Superball. Was ist es? Männlich? Level 10. Ja. Nein! Ich will kein Egelsam. Komm, das schaffen wir jetzt. Ah, es ist grün geworden. Es hat sich geheilt. What the fuck? What the fuck? Boom! Zickzacks, du bist unser letzter Sonnenwirbel. Ah, der macht keinen Schaden, stimmt. Tackle aber. Noch ein Tackle, komm. Ah, jetzt weicht es alles aus, sehr schön. Komm. Ja, sehr gut. Kein Egelsamen, oder hat's noch Egelsamen? Ne, ich denke nicht. Oder? Muss jetzt drin bleiben. Ich glaube, die Starter-Pokémon sind sehr schwer zu fangen. Also zum. Ja, ich hab's gefangen, aber. Also viel schwerer als normale Pokémon. Also, ja. Ich hätte gern noch ein Raupi, aber ja. Das machen wir dann im nächsten Part. Noch ein paar fangen. Wir tun mal Zickzacks raus. Das eine, das obere. Also das hier. Und das hier müssen wir kurz noch schauen. Völlerei können wir auch ins Lager tun. Aber dafür müssen wir einen PC finden oder einen PC herstellen. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich Silikon. Aluminium brauchen wir. Glasscheiben. Redstone-Lampe. Boah. Glowstone. Ja, da müssen wir ins Nether, bis wir das ja, lagern können. Okay. Dann, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Oh, die Superbälle sehen cool aus. Tschüss.